Das sind die gleich nochmal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Jetzt schrie ich mich ein bisschen an. Ich hoffe, ich bin nicht Terran. In der Tat. So. Einmal hier hin, bitte. Das hier bauen. Und scouten gehen. So, Gas. Da kommt ein Sergi. Wollte deine Exe hinein. Hast du gut gemacht. Na, mein Gas klauen. Nee, wieder nicht. Was haben wir denn hier? Pool ist fertig. Nee, ich hab's noch nie angefangen. Ja, sein Pool ist fertig, habe ich doch gesagt. Solltest vielleicht ich gleich. Ich wollte hier eine Evo-Chamber hin. Er blockt wahrscheinlich dein Gas-Mining. Nimm mal das andere Gas schnell. Und wie gesagt, wir brauchen dann gleich ein bisschen Einheiten. Das ist schon wieder so ein Move, eigentlich einfach nur mit dem Knüppel von oben drauf, ne? Das ist aber jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Das hat man in Heart of the Swarm gerne gemacht. Eigentlich macht man das in Legacy of the Void nicht mehr. Aber in Heart of the Swarm habe ich das auch ein paar Mal gemacht. Halt echt ein Early Pool, deshalb kann man hier durch? Nee. Also es wird halt ein bisschen schwierig, gleich deine Natural zu halten, ne? Wenn er jetzt wirklich angreifen sollte. Da sind sie. Also wenn du gleich ein paar Linge hättest, wäre gut. Also mehr als einer wäre auch gut. Aber wir sollten eine Echse versuchen zu halten. Jetzt angreifen. Angreifen, Zerg, angreifen. Und Queen bauen an der Natural. Vorwärts. Was wünschen? Ehre den Dai Lam. Jetzt steht das Spiel. Das ist nicht ganz richtig. Meine Probe. Warum kommen hier immer weiter Drohnen? Weiß ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Hier für ihn ja offensichtlich schon. Ja, dann musst du deine Worker ein bisschen zur Seite sliden bei sowas, Zarok. Ja, okay. Hat geklappt. Ja, deine Evo-Chamber ist, die Evo-Chamber ist gestorben, hat natürlich Brütlinge rausgelassen. Völlig überraschend. Ja. Das möge du es ja schon. Alter, wie viele Queens sind das denn? Das ist die Uschi! Ja, schon. Was sehen wir denn noch hier so? Ja, nicht viel. Ihr benötigt mehr Respingas. Was wünscht ihr? Ihr benötigt mehr Respingas. Ich spiele auch schon wieder so schlecht, da bin ich jetzt froh draus. Ach, na, Rix, jetzt sag mir doch, dass ich Supply block. Supply blockt. Hey, hey, du darfst dich hier sowieso nicht beklagen, ja? Wie lange hat das gedauert, bis du mir gesagt hast, ich soll die Map wehtun? Du hast es immer noch nicht getan. Ja, weil du gesagt hast, du hast die Map gewehtun. Ja, jetzt. Das
sind drei Queens. Ja, sind auch Doppelzerg, ne? Aber trotzdem. Warum stand der nicht auf Hold Position? Das war jetzt ja frech, ne? Damit leider alles revealed. Naja, macht nichts. Oh, der kommt da. Kannst du nicht mal da, genau. Du bist ja der Fasten, Herr Gurix. Da kommen Roaches. Ob 8. Ich bin so schlecht. Ich weiß gar nicht, was hier los ist heute. Als hätte ich diesen Ping, den wir sowieso schon haben, zusätzlich noch als Kopfdelay. Da kommt er. Zalrock. Up 8 Banelinge. Da ist jetzt relativ viel gestorben. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Was lernen wir daraus? Banelinge mit Speed größer als Banelinge ja, mit ohne Speed. Sag, du solltest nicht so ein großes Maul haben. Du hast letzte Folge gegen Speedless Banelinge verloren. Ja, weil das auch Arschloch-Move war. Er ist jetzt hier. Wo ist hier? Ja, Minimap gucken vielleicht auch mal. Ehre den Dai Lam. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Teleportation erfolgreich. Sind die immer noch nicht auf dem Hotkey? Ich bin so scheiße hier. Mach dich nicht schlechter aus. Bin ich aber. Es ist, also... Du sollst mich so ein bisschen creeps werden. Du bist richtig gut. Nein. Richtig gut. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ja, das ist jetzt mir völlig klar. Aber du bist trotzdem richtig gut. Wenn ich an gute Starkkraft 2 Spiele denke, kommt mir sofort der Name im Kopf. Overlord, ich dachte, das wäre Neides. Alles gut. Das haben mich. Irgendwann sollten meine Phoenixes auch mal hier sein. Ich finde das gut, dass du Creep-Spreadest in deiner Main. Da kommen wieder Einheiten. Ob 8 Banelinge. Ob 8 Banelinge. Ja, aber okay. Ich wollte ihn liften, aber mein Phoenix hat gedacht, ich warte noch mal ein bisschen. Warum laufen meine Banelinge eigentlich umgekehrt? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo deine Banelinge hinlaufen. Ja, weiß ich auch nicht. Die fahren da rum. Natural Salrock. Lass mal gleich gegenpushen. Ich vermute jetzt sowieso jetzt gleich 180 Hydras. Alter, hier ist ja immer noch was. Ich dachte, du hättest das mal getötet. Ich habe noch 2 Linge. Ja, aber du hast sie immer noch nicht getötet. Und der morpht jetzt ein Banding in meiner Eco-Line. Vielleicht könntest du mir da mal helfen. Oder du lässt es. Ich bin vorne. Ja, schön. Im Fight, sagt er. 2 Einheiten stehen da rum. Alter, dieser Delay ist ja mal... Der Shit, echt. Maximal, meinst du? Ich nerv hier eigentlich gerade nur, ne? Ich bin nicht mit allem drauf. Wenn du das jetzt gerade denkst. Nicht den Overlord angreifen, mein Gott. Vorne, Banelinge. Ja, bester Split von mir. Du hast viel zu wenig Worker, Zarok. Ja, ich arbeite dran. Also er hat halt schon mehrere Bases mehr als du. Wie letzte Folge auch. Ja, das haben wir, ja, wir haben schon wieder verloren. Ich spiele ja, aber auch echt scheiße. Ey, jetzt hör mal auf. Hallo, du sollst den liften, du Drecksvieh. Du spielst so, wie sieht das höher, du graziles Wesen. Ich bin so schlecht. Das ist Zeit für dich.
Natürlich bin ich so platt. Ist ja nicht so, als hätte ich hier jetzt 5 Minuten nichts gebaut. Natürlich habe ich, also ich spiele ja ME, aber mein Gas nehmen ist ja ein bisschen überbewertet. Jetzt hör doch mal auf, ich bin so schlecht, Neides irgendwo, Neides. Ich weiß nicht wo, hast du deine Main abgecovert? Ich meine Main abgecovert? Beides nicht, aber es ist glaube ich nicht unsere Main. Ja, dann wahrscheinlich da so. Da sind wieder alle Slow-Banelinge. Ich hab den Rest gefunden. Lurker! Nein, das habe ich gefunden. Von hier Lurker und Hydras. Ja, also bau mal Detection bitte. Ich habe keine Detection gegen die Lurker. Also nur so ein bisschen. Mein Zealot Charge ist noch nicht durch. Ich will da nicht gegen die Lurker engagen, eigentlich ohne Zealot Charge. Aber ich muss, glaube ich, ne? Lurker 1 ist geliftet, ansonsten sehe ich leider nichts mehr. Wir brauchen Detection, Sarok, dringend. Ja. Das sollte wo ja ist auch sie denn? Fliegen. Da fliegt sie. Du solltest die übrigens angewohnt. Ununterbrochen. Immer Overlord-Speed erforschen, ne? Hab ich doch. Jetzt sieht nicht gut aus. Quatsch. Ich meine natürlich, das gewinnen wir. Easy. Komm, angreifen. Den Lurker geliftet. Andere Lurker sehe ich gerade nicht. Kann nicht, bin Supply Block. Lifte dieses Viech. Warum machen sie es immer nicht? Das liegt bestimmt nicht am Spiel. Das Spiel ist super. Zum 38. Mal meine Queen verloren. Ja, vielleicht sollen wir jetzt mal den Neides hier rausnehmen, Zarok. Warum habe ich eigentlich gerade irgendwas in der Schleife? Hast du Geld über? Ja. Dann gib mir das. Da. Alter, kein Wunder, dass wir noch nicht gewonnen haben. Kannst du den 2700 Mineralien ohne Eco haben? Da ist er wieder. Der Neides ist zurück. Auf den der ist ja immer noch, den hast du ja nicht abgeräumt. Ist auch nicht so einfach. Ja, Corruptor, ja, jetzt sind wir wahrscheinlich tot. Wenn du, hast du eigentlich noch irgendwas? Bald, vielleicht. Ich glaube auch nicht, dass das gegen Corruptor hilft. Wer bist du denn in Olo? Hallo? Du hast nicht mal das Upgrade für die Dings erforscht. Ja, nee. Warum denn nicht? Ohne das kannst du überhaupt nichts machen. Ich finde das Spiel schon wieder viel zu anstrengend. Ich will mal irgendwas machen. Natürlich ist der eine Link hier nochmal durchgekommen. Locker. Wo ist denn deine Detection? Du hast in deiner Main Mars Corruptor, die gerade deinen Leertech angreifen. Bau einen neuen Leertech. Hast du einen neuen Leertech? Ich baue! Du stehst direkt daneben! Ja, du bist jetzt auf 1,5 Base, sehe ich das richtig? Wollen wir schon GG schreiben? Nee, GG schreibe ich da sowieso nicht. Ich weiß halt auch nicht, warum du ihn fester gebaut hast.
Weil ich wollte! Und was sollen die deiner Meinung nach jetzt tun? Alles. Nicht Linge in Lurker rennen lassen, Sarok. Ja, das war so nicht geplant. Was machen die denn jetzt hier schon wieder? So. Können wir jetzt was machen? Gleich? Was müssen wir denn machen? Ja, angreifen oder aus dem Spiel rausgehen. Aber dieses Rum... Jetzt hast du hier wieder nichts, was Detection macht. Ja, das sollte doch eigentlich da sein. Ja, aber du bist ja nicht im Fight. Weil du auch nichts hast. Ach, Zahlrock. Was war das denn jetzt eigentlich? Müllspiel. Hast du 8 Worker gehabt? Sehe ich das richtig? Ja, am Ende dürfte das stimmen. Du musst auch viel mehr exen. Ich weiß immer nicht, warum du immer nur da zu Hause bist. Ich hab zweimal versucht zu exen. Die Exe ist zweimal gestorben. Ja, warum baust du nicht einfach 5 Exen gleichzeitig? Du bist Zerg. Du hattest 3000 Mineralien. Davon kannst du 10 Exen gleichzeitig bauen. Stattdessen baut er Infester, die er nicht kein einziges Mal in diesem Spiel genutzt hat. Was wolltest du denn mit den Infester machen eigentlich? Alles wollte ich machen. Ja, was denn? Sag mir bitte, was wolltest du machen? Diese Wolke. Die können keine Wolke machen. Das sind Vipern, von denen du redest. Achso. Ja, dann war das vielleicht. Kannst Fangel machen oder wenn du erforscht hättest, könntest du hier ein Neural Parasite machen. Und gegen Mars R könntest du noch irgendwelche, wir machen R schwächer machen. Aber das war ja nun völliger Schwachsinn bei dem, was da auf dem Moment war. Das war die Wolke, die ich eingesetzt habe. Genau das. Ja, aber wozu? Gegen Corruptor? Ja, nee, eigentlich wollte ich die Lurker wegmachen, aber das, ja, das geht nur gegen Lufteinheiten. Ja, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.